Ist das AI? Ja, ist es, und deswegen schauen wir uns auch diesen Gimbal heute an. Das ist der Eye-Steady V2 von Hohem. Ja, hier liegt er schon, zusammen mit seinem Vorgänger, dem Eye-Steady. Den habe ich euch bereits in einem Video gezeigt. Und alles, was ich jetzt hier erzählen kann, ist im Prinzip dasselbe wie zu diesem Gimbal. Deswegen schaut euch gerne das Video dazu an. Aber der Eye-Steady V2 sieht zwar sehr, sehr ähnlich aus, nahezu identisch, hat aber ein Special Feature. Und das ist das Ding hier. Also erstmal ganz kurz hier unten, das kann ich abschrauben. Dann sehen wir haben hier einen kleinen, kompakten Gimbal. Den kann man auch noch ein bisschen weiter zusammenfalten, sodass das dann für den Transport richtig praktisch ist. Der ist klein, der ist leicht, der ist super transportabel und eine echt feine Sache für immer quasi dabei zu haben und nicht so ein riesen Teil mitschleppen zu können. Man kann auch große Smartphones reinpacken. Ich mache es gleich hier mit dem iPhone 10. Mein 12 Pro Max passt aber auch rein, bis 280 Gramm kann man den kleinen hier beladen und da hat er gar kein Problem mit. Steuerelemente seht ihr hier unten, Powerbutton, damit kann man auch rotieren, Videoaufnahme, Fotoaufnahme, Steuerung an der Seite, Zoomen zum Beispiel oder auch Neigung einstellen, kann man sich aussuchen. Hier wird er geladen, USB-C, dient auch als mobile kleine Powerbank. Und dann ist natürlich noch sowas hier dabei, immer sehr praktisch. Ich habe das eigentlich immer dran befestigt, denn damit kann man den dann wunderbar hinstellen. So, kommen wir zum Special Feature. Ihr seht, hier ist eine eingebaute Kamera drin, aber nicht, dass die euch filmt, sondern das ist eine AI-Kamera. Da ist ein eigener AI-Chip drin und da ist noch eine extra LED-Beleuchtung hier mit dabei. Damit kann man sich dann selbst ein bisschen Beauty-Licht aufs gute Gesicht machen. An der Seite hier ist der Knopf, um das Ganze zu aktivieren und damit kann man echt coole Gestensteuerung machen. Das zeige ich euch jetzt mal. Dafür schnappen wir uns erstmal hier ein Telefon. Ich nehme es, wie gesagt, hier mein iPhone 10. Pack mir das hier einmal in die Halterung rein. Wie immer sollte man schauen, dass man das ein bisschen ausrichtet, dass es einigermaßen in der Waage ist, das Telefon, damit das Teil hier nicht so arg viel arbeiten muss mit den Motoren. So, ne, so ist es doch schön. Dann halte ich hier unten gedrückt. Zack. Er richtet sich aus, war einmal ein bisschen verdreht und ist dann soweit schon mal bereit. Und ihr seht, ja, es ist halt ne, ein Gimbal. Kann man schön benutzen, um stabilisierte Videos dann zu filmen. Und das klappt auch alles sehr schön und sehr gut. Er hat natürlich seine Grenzen. Drei-Achsen-Gimbal ist das hier. Aber so, ich sag mal, um schöne stabilisierte Fotos und Videos hinzukriegen, ist das ein super Teil. Vor allem die Größe, die ist ja so angenehm. Ne? Man kann ihn hier ein bisschen drehen und neigen und auch per Knopfdruck dann hier rotieren. So. Da kann man das sehen, aber das geht nicht nur per Knopfdruck. Ich drücke jetzt mal hier oben drauf. Dann sehen wir gleich, dass da ein kleines LED-Lämpchen angeht. Er richtet sich einmal aus und wenn ich nochmal hier drauf drücke, kann ich dann hier auch das Beauty-Licht anschalten. So heißt das nämlich. Kommt mal ein bisschen näher ran. Hier, da kann man es schön sehen. Also unser Beauty-Licht Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Das Flackern hier in den niedrigen Stufen, das sieht man in Wirklichkeit nicht. Das liegt jetzt hier an meiner Kamera und dann könnt ihr euer Gesichtchen schön ausleuchten. Aber richtig interessant wird es erst, wenn ich euch jetzt das AI-Feature zeige. Und das Coole ist, dafür braucht man nicht mal die Original-App, denn es läuft ja alles hier oben ab. Ich kann hier zum Beispiel meine ganz normale Kamera-App mal öffnen, gehe dann mal hier auf den vorderen Bildschirm, gehe mal hier auf Video, so. Richte das mal ein bisschen aus, dass man mich auch sieht. Und dann könnt ihr was Magisches sehen. Die Kamera erkennt nämlich jetzt, wenn ich in den Querbildmodus will. Beide Daumen nach rechts, er schwenkt um, beide Daumen nach oben und es geht wieder in den Querbildmodus. Und so kann man hier einfach hin und her wechseln. Das klappt super. Ihr seht das. Und das funktioniert alles hier direkt auf dem Gimbal selbst. So, nochmal nach oben. Komm. So. Wunderbar, klappt doch echt gut. Ich kann auch noch eine Verfolgung aktivieren. Dafür mache ich einfach eine OK-Geste. Und dann seht ihr, werde ich hier getrackt, kann eben auch aufstehen und ich werde hier dann verfolgt. Ne? Ist wunderbar, wenn man jetzt so ein Vlogger ist und man hat keinen Kameramann, dann kann man hiermit dann eben sich verfolgen lassen. Nach oben, nach unten, ja, klappt. Ziemlich gut, jetzt hat er mich ganz kurz verloren. Jetzt zeige ich aber nicht nur im Hochkantenmodus, geh mal quer. Ja, 1A und immer schön hier an mir dran bleiben. Ja, sehr schön. Also, ihr seht schon, das klappt gut. Ich versuche immer ein bisschen abzuhängen, aber
Ne? Bleibt an mir dran, er bleibt an mir dran, er bleibt an mir dran. Ja, ne, es gibt kein Entkommen. Okay, also gehen wir nochmal in den, wie muss ich machen? Nach oben bitte. Wunderbar. Und das ist hier das Special Feature. So, nochmal aktivieren, dass ich auch verfolgt werde. Ist eine coole Sache und kann für den einen oder anderen, gerade wenn er ein bisschen Content produziert, echt nützlich sein. Ja, ansonsten gibt es natürlich noch die ganz normale App mit verschiedenen Funktionen, mit verschiedenen Effekten und ja, er bietet einfach die Standardstabilisierung, sage ich mal, die man von so einem Gimbal gewohnt ist. Ist echt eine coole Sache, aber besonders cool ist natürlich hier das Feature, dass man alles per Geste steuern kann. Ne? Ich kann auch sagen, stopp. Oder kann dann in der App auch ein Foto hiermit machen und das klappt echt gut. Hier haben wir nochmal die Hohem App. Damit gehe ich mal hier auf Starten. Er verbindet sich automatisch, wenn man das einmal dann ausgewählt hat. Und dann gibt es dann dort eben auch die verschiedensten Features. So, wir drehen mal eben die Kamera auf die Frontkamera. Kann man das natürlich sehen. Natürlich, die Steuerung ist immer noch erhalten. Wenn ich so mache, geht es so. Und wenn ich so mache, dann geht es so. Und wenn ich auf OK zeige, dann werde ich nach wie vor verfolgt. Und wenn ich hier auf diese Gestenfunktion drauf gehe, dann kann ich zum Beispiel ein Foto machen. 3, 2, 1, lächeln. Jawohl. Foto ist gemacht oder ich kann auch eine Videoaufnahme starten. Also ich bin von der Funktion hier echt angetan und finde die sehr, sehr cool. Also wer sowas brauchen kann, hier so ein schönes Beauty-Lichtchen oder eben die besonders gute Verfolgung durch AI. Das gab es ja vorher auch schon, dieses Verfolgen. Allerdings nicht in so einem guten, ja, zuverlässigen Modus. Ne? Das ging sonst immer hier über die eingebaute Smartphone-Kamera. Aber jetzt, ich finde, das klappt wirklich noch besser und natürlich bekommt man dann noch diese geniale Steuerung, die man hier immer noch nutzen kann. Also, wer sowas brauchen kann, man muss allerdings immer wieder die OK-Geste machen nach dem Drehen, damit man weiter verfolgt wird. Also, wer sowas brauchen kann, der kann hier getrost zuschlagen. Das Ding ist cool, das Ding ist geil. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Effekte, die man damit machen kann und dann kommen wir auch schon zum Fazit. Ja, und mein Fazit ist zum einen, ich kann hier wunderbar rumlaufen, mal ein bisschen dabei und kann sagen, ich mag, dass er so klein ist. Ich mag genau wie beim Vorgänger die gute Stabilisierung. Ich mag diese neuen Funktionen, die wirklich toll funktionieren. Ne, also das macht einfach Spaß, immer mal da hin und her zu switchen. Was natürlich, ich vergesse immer wieder die OK-Geste. So, dann werde ich wieder verfolgt. Ja, was natürlich ein bisschen höher ist als bei dem anderen Gimbal, ist der Preis. Ja, da muss man ein bisschen mehr drauflegen, bekommt allerdings dann auch mehr. Ein kleines portables Gerät mit coolen Funktionen und vor allem nutzbar, nicht nur hier mit der eigenen App von Hohem, sondern ja, mit allen Apps ist diese Verfolgungsfunktion und diese Landscape- oder Hochkantfunktion dann drehen per Geste möglich. Das finde ich gut und ihr findet dann den Link hier unten in meiner Videobeschreibung. Könnt dort gerne zugreifen oder das Teil mal ausprobieren. Und wie gesagt, für was Ausführlicheres zu den Standardfunktionen, auf die bin ich jetzt relativ wenig eingegangen, schaut einfach mal mein Video hier zum Vorgänger. Ja, ist dasselbe in grün, ohne AI und ja, Special Features. Ne? Also, das wäre es gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Mi Apple Kit. Macht's gut.